Moin, herzlich willkommen bei VP Uniflott. Ich bin Frank Schmalowski. Heute geht es um eine mobile Wallbox, und zwar die Pantherbox. Bleibt dran, weiter geht's nach dem Intro. Heute haben wir mal wieder eine Wallbox, und zwar die Pantherbox von der Firma Inro. Dazu habe ich auch einen Gast hier, Christopher Ludwig. Christopher, du bist bei Pantherbox beschäftigt. Genau, dem ist so auch von mir. Herzlich willkommen, und wir stellen euch heute unsere Pantherbox vor. Okay, was ist das Besondere an der Pantherbox? Das sieht ja jetzt erstmal aus wie eine ziemlich kleine Wallbox. Kann die irgendwas besonders Tolles? Weil so sieht sie ja, ja schmal und ja, mit der Stele sieht das nett aus, nicht so fürchterlich auffällig. Ist auch Metall. Gut, was ist da noch Besonderes dran? Richtig, die Pantherbox ist keine herkömmliche Wallbox. Die Pantherbox ist eine mobile Wallbox. Mobil heißt so viel, ich kann die ganze, wenn du mal kurz hältst, kann das Ganze hier praktisch abnehmen und kann das Ganze mit auf Reisen nehmen. So habe ich immer eine vollwertige Wallbox zu Hause, die fest installiert ist, weil die auch 80% der Ladevorgänge zu Hause erfolgen. Kann aber meine Pantherbox mit auf Reisen nehmen. Dazu haben wir eine große Auswahl an Adaptern. Das würde ich gerade mal zeigen, wenn du mal kurz hältst. Okay, das heißt also, ich habe hier... Ich komme damit mal ein bisschen dichter. Das ist der Stecker, der da dran ist. Und auf der Rückseite, ja, haben wir die Aufhängung dafür. Und du hast jetzt einen Adapter. Das heißt, ich kann das nicht nur in der festen Installation nehmen. Du hast jetzt hier diesen Camping-CE-Stecker. Genau. Und da, ja, dann schließ den mal an. Genau, das Ganze können wir ohne Werkzeug anschließen. Also wir haben es hier relativ einfach gemacht. Hier ist ein weißer Strich. Das setze ich einmal an. Dann muss das einmal einrasten und dann ist die Pantherbox schon bereit für unterwegs. Also wir haben insgesamt 7 Adapter, zum einen CE, hier in der Ausführung 16 Ampere einphasig, also der klassische Campingstecker für Campingplätze aller Art. Haben das Ganze aber auch für die Drehstromdose, also für den roten CE dreiphasig. Also wir haben da eine große Vielfalt. Darüber hinaus bieten wir noch 5 weitere Adapter für die ganze EU an. Also von Großbritannien bis nach Italien haben wir alles im EFA-Umfang. Das ist prima. Ein dreifach CEE hast du auch, also einen 5-poligen CEE-Stecker für 3 Phasen. Also, Habe ich auch dabei, können wir auch nochmal gleich testen. Und ja. Okay, das Coole an der ganzen Geschichte ist dann, du hast eine kleine Wallbox, die kannst du entweder zu Hause festmontieren mit den Unterteilen. Richtig. Darüber hinaus habe ich noch viele smarte Funktionen. Also wir haben zum einen PV-Überschussladen in unsere Pantherbox reingebracht. Wir haben Lastmanagement bis zu 5 Verbraucher. Mit der Pantherbox können wir das Ganze realisieren. Und wir haben noch viele smarte Funktionen reingepackt. Also wir haben wirklich eine vollwertige Wallbox und können das Ganze mit auf Reisen nehmen. Okay, also Mobil- und Festinstallation kombiniert. Das schauen wir uns gleich mal genauer an. Ja, dann machen wir mal das Unboxing für die Pantherbox. Ja, was ist drin? Ist das jetzt ein Set oder ist das eine Geschichte oder ein Einzelteil? Das ist jetzt ein Set. Das ist unsere Home-Geschichte. Home heißt praktisch Laden zu Hause. Das ist praktisch eine kleine Verpackung. Da ist praktisch die Dockingstation drin, die wir hier oben sehen, kombiniert mit dem Mobilteil. Also wir haben da wirklich Wert drauf gelegt, auch eine nachhaltige Verpackung zu nehmen. Also wir haben da keinen Hochglanz oder sonstiges. Wir haben es echt klein, kompakt gehalten, passend zu unserer Pantherbox. Also die Identität sieht man in jedem Detail unserer Pantherbox. Okay, dann pack mal aus. Richtig. So. So. Hopp. Ja. Dann stellen wir die mal ein bisschen schräg, ja, damit man das auch sehen kann. Weil, so, ich halte die fest, kein Problem. So, was haben wir jetzt hier drin? Also einmal die Docking Station, die kennen wir ja schon. Genau, die Docking Station ist hier einmal im Lieferumfang drin. Besonderheit ist bei der Docking Station, die ist spritzwassergeschützt. Also ich kann die auch ohne Probleme im Außenbereich installieren.
Ich habe zwei Montagemöglichkeiten. Ich kann einmal von oben, sage ich mal, mit einem Installationsrohr anschließen, kann das Ganze aber auch von deckt von hinten machen. Also wenn ich eine Zuleitung habe aus dem Innenbereich, dann kann ich das Ganze auch verdeckt machen. Dann sieht man praktisch die Zuleitung nicht mehr. Okay, gut. Darüber hinaus haben wir natürlich noch unser Mobilteil im Lieferumfang enthalten. Das ist auch eine Besonderheit. Hier ist die ganze Intelligenz ist im Mobilteil verbaut. Also alles, was ich brauche, sage ich mal, die ganzen Geschichten sind im Mobilteil drin. Ist da eigentlich ein FI drin? Also ein FI wird nicht benötigt, da ist ein FI Typ B drin. Also die Fehlerstrom-Schutzerkennung ist natürlich gewährleistet. Ein Typ B. Genau. Wie kann man den testweise auslösen? Wir haben ja gerade bei anderen Herstellern da größere Diskussionen. Ich kann das über die App, kann ich die Funktion testen. Du kannst über die App den FI auslösen. Okay. Also wir haben keine Knopf, wir haben generell keine physischen Tasten bei uns auf der Pantherbox verbaut, sondern ich kann das über die App, kann ich einen Funktionstest machen. Da kann ich das Ganze testen. Okay, prima. So, dann legen wir das Ding mal hin. Ich sehe hier RFID-Karten, die sind für was? Ich habe eine, da steht Docking Station drauf und eine steht Admin Keycard. Warum zwei? Genau, zwei Stück bewusst. Wir hatten ja zu Anfangs gesagt, ich kann mehrere Pantherboxen mit mehreren Docking Station verbinden. Um das einmalig zu machen, brauche ich natürlich immer eine Authentifizierung, dass mir keiner den Strom klaut. Und das kann ich halt durch die RFID-Karten praktisch gewährleisten. Also zum ersten Anlernen aufeinander wird praktisch die RFID-Karte benutzt, also wird benötigt, damit praktisch die Pantherbox mit der Docking Station verheiratet werden kann. Also die RFID-Karte. Okay. Einmal, du musst da noch was machen. Okay. Genau. Gut, dann hast du hier die Informationen. Genau, das können wir gerne mal abnehmen. Ja. Das ist bei uns das Informationskit, ist hier an der Verpackung angebracht. Da ist im Prinzip alles drin. Ups, jetzt ist mir aus der Hand geglitten. Da ist alles drin, was man so braucht. Mal so zwischendurch schnell eine Frage. Ladeleistung, 11 kW? 11 kW, genau. Aber auch nicht mehr. Das Kabel ist dafür recht schlank und dünn. Richtig, 11 kW ist bewusst gewählt, damit wir ja, das Ganze mehr brauchst du ja auch kann. Nicht. Reicht so, für die meisten Fahrzeuge aus. Ja, 11 kW, wie lang ist das Kabel? Das Kabel ist 5 Meter. 5 Meter war so der Sweet Spot, kann man noch relativ gut mitnehmen und reicht für die meisten Fahrzeuge aus. Also So, dann hast du hier einmal einen Quick Start Guide. Richtig, Quick Start Guide. Haben wir versucht, möglichst einfach zu halten. Also hier sind die ersten Schritte. Gehen wir mal ein Stückchen dichter ran. So, den zeige ich dann auch immer. Ja. So, Quick Start Guide. Und dann hast du wahrscheinlich noch eine mehrsprachige Bedienungsanleitung. Genau, dann die Bedienungsanleitung. Also hier ist wirklich alles drin, alle Funktionen, alle Installationshinweise, die wir den Kunden auf den Weg geben, findet man hier. Zweisprachig, Englisch und Deutsch. Und hier ist auch alles soweit beschrieben. Okay. Das ist der Lieferumfang. Dann haben wir hier noch ein kleines Detail. Wir haben hier unser Installationskit. Und hier ist auch noch mal eine kleine Installationsanleitung drin. Zur Docking Station ist hier mal drin. Ja, okay. Docking Station und, aber ich glaube, das kriegen die Leute auch schon an die Wand geschraubt. Das sieht schon gut aus, ja. Und hier ist halt noch alles drin, was das Thema Befestigungstechnik angeht. Also wir haben hier zum Beispiel Teils genommen wie Varoklemmen. Also wir haben uns da für deutsche Markenhersteller entschieden. Okay, gut, prima. Dann hast du auch noch eine App, die gucken wir uns im nächsten Schritt an, um die Daten auszulesen. Und brauchst du die App auch zum Programmieren oder kann ich das schon so in Betrieb nehmen? Also im Prinzip, wenn man das einmalig ohne App in Betrieb nimmt, funktioniert. Also ich kann direkt losladen. Die Pantherbox ist aber nicht im geschützten Modus. Also es könnte jeder dran laden. Wenn ich mich mit der App verbinde, dann wird erst der geschützte Modus freigeschaltet. Okay, also die App als Sicherheit. Und du sagtest ja auch, die App kannst du als Keyless
Keyless Go nehmen oder wie man das auch immer jetzt nennt. Also das Handy loggt sich bei ein und das Handy identifiziert mich als berechtigten Nutzer. Richtig. So, Christopher, jetzt gucken wir uns mal die App an. Du hältst dein Handy jetzt hier gerade in die Kamera. Und was ist das Besondere an der App, die du da hast? Also die App ist praktisch mein Bedieninstrument zur Pantherbox. Also hier kann ich eigentlich alles einstellen, was einzustellen ist auf der Pantherbox. Und ich habe jetzt hier in der App verschiedene Charger ausgewählt. Wir haben natürlich bei uns im Betrieb, in der Firma haben wir natürlich mehrere Charger, auch zum Testen, zum Laden. Ich sehe jetzt hier das Bluetooth-Icon und das heißt, ein Charger ist in der Nähe. Das wäre jetzt der Charger aus unserer Musterstele und mit dem kann ich mich jetzt hier verbinden mit Knopfdruck. Okay. Musst du jetzt auch gar nicht alles einzeln zeigen, ja, sondern so die Grundfunktionen sind dann ganz einfach, du verbindest dich damit, du kannst freigeben. Richtig. Und kann ich mir auch Ladedaten ansehen, also was ich da geladen habe oder jemand anders bei mir geladen hat? Ja, also ich kann jederzeit... Die ein bisschen weiter kippst dann und ein bisschen zu mir und dann passt das so. Du kannst also Ladedaten anschauen. Ich kann mir Ladedaten anzeigen. Hier zum einen tagesgenau, monatsweise und jahresweise. Ich sehe meine Kilowattstunden, die ich verbraucht okay. habe. Und wichtig ist noch, wenn die Pantherbox in der Cloud verbunden ist über WLAN, kann ich auch Benutzern die Möglichkeit geben, aus der Ferne bei mir zu laden. Also ich kann Benutzer einladen per E-Mail und kann den praktisch... Okay, also ist ja so eine Geschichte, da muss man schon überlegen, wer sowas brauchen könnte, aber ist sicherlich ein Feature, was man vielleicht irgendwie mal nutzen könnte. Ja. Richtig, die Möglichkeit okay. ist auf jeden Fall da. Gut, also sehe ich schon als interessante Wallbox an, wenn ich jetzt schon so langsam beim Fazit bin. Also was kostet sie nachher, so ganz grob Endkundenpreis? Endkundenpreis ist angesetzt auf ungefähr 900 Euro inklusive Steuer. Okay, also das, was wir gesehen haben im Karton. Richtig. Das, was wir gesehen haben im Karton, war praktisch die Home-Geschichte und es kann beliebig mit beliebig vielen Adaptern erweitert werden, okay. die um die 80 Euro liegen pro Stück. So, dann erstmal vielen Dank für die Vorstellung. Also eine interessante Wallbox, gibt bestimmt da Anwendungsfälle, wo man genau das brauchen kann, dass ich sie mitnehmen kann, dass ich damit mobil bin und dass ich vielleicht an einen zweiten Ort laden kann. Spart natürlich auch an Kosten für die Infrastruktur. Eichrecht oder irgend solche Sachen sind bei euch nicht vorgesehen, gehe ich mal von aus. Das wird auch ein bisschen schwierig werden, rein technisch. Rein technisch, genau, du sprichst es an. Das Thema ist halt, wir haben eine sehr, sehr kompakte Wallbox und da haben wir keine Möglichkeiten, da eichrechtskonform etwas einzubinden. Okay, aber gut, muss ja auch nicht in jedem Fall sein. Alles klar, Christopher, dann hab vielen Dank und ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst, ein Like oder einfach mal wieder reinschaut für ein neues Video bei VP Uniflott. Bis dann. Danke.